Theresa, was machen wir denn an deinem nächsten Kindergeburtstag? Och, ich weiß nicht. Was hältst du denn vom Funland? Da gibt's Riesenrutschen, Hüpfburgen. Aber Papa, da ist doch immer viel zu laut und viel zu viel los. Okay, gut, dann lass uns was Ruhigeres machen. Machen wir es einfach zu Hause und ich organisiere uns einen Zauberkünstler. Oh, ich kann Zauberer nicht mehr sehen. Die waren schon bei 3 Kindergeburtstagen. Aber Papa, ich habe voll die gute Idee. Ich bin nach der letzten Mal mit Veit und seinem alten Feuerwehrauto zum Baumarkt gefahren. Das war voll cool. Vielleicht kann ich ja im alten Feuerwehrauto meinen Kindergeburtstag feiern. Okay, dann frag mal einen Veit, ob er uns vielleicht sein Feuerwehrauto ausleiht. Ja, das können wir schon machen. Er hat neue TÜV gekriegt, der Florian, und kann auch 8 Leute mitnehmen. Und dann wäre natürlich klar, dass es noch coolere Sachen gibt wie iPhone und WhatsApp und Sony PlayStation. Aber ich glaube, da machen wir ein Programm drumherum, weil bloß Fahrer hat ja auch keinen Wert. Ich schwätze mal mit Leuten, die was verstanden von Feuerwehren, von Kindern und von Partys. Okay, gesprochen haben wir mit zahlreichen Feuerwehrkommandanten, Kreisbrandmeistern, mit dem TÜV, mit der Wirtschaftsförderung Reutlingen, natürlich mit Pädagogen, mit besorgten Eltern und auch weniger besorgten Eltern und Kinder aller Altersklassen. Es kam dann ein Konzept raus, das ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Florian Basweiler erscheint zum Kindergeburtstag mit Fahrer und ausgebildeter Pädagogin. Warum, erkläre ich nachher. Nach der Gratulation des Geburtstagskindes werden die Kinder eingekleidet und es kommt der erste Höhepunkt, die Theresa hat es schon gesagt, die circa halbstündige Fahrt zu einer öffentlichen Feuerstelle. Dort wird Feuer gemacht, auch eine Idee von der Theresa, von Hand ohne Feuerzeug, ohne Zündhölzer, das funktioniert. Im Anschluss daran werden Stöcke geschnitzt. Warum? Um Stockbrot zuzubereiten nach dem Rezept von Simon Frisch, das ja hier in der Stadthalle kreiert und der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Entsprechend wird dann gegessen und dann kommt der ultimative Höhepunkt des Kindergeburtstages. Es werden Metallkerzen aufgestellt mit einer entsprechenden Flamme und das Geburtstagskind darf am originalen Schlauch vom Feuerwehrauto diese Kerze, wenn es der 12. Geburtstag ist, natürlich 12 Kerzen, entsprechend ausblasen. Weil es hier Brandvorschriften gab, mussten wir das jetzt leider mit Luftdruck simulieren. Im Ernstfall wird es natürlich Wasser sein und 12 brennende Kerzen oder 8. Ich hoffe, dass wir die Idee vermitteln konnten und bin gespannt auf die Frage der Jury, was das kostet.